Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mad Evil Dynasty. Wir haben in der letzten Folge einen neuen Dorfbewohner besorgt, der jetzt bei uns im Grabungsschuppen arbeitet, vorerst, bis unsere Holzfällerin ja geworfen hat und sich um das Kind kümmert, die nächsten 2 Jahre. Das müsste ja jetzt auch irgendwann im nächsten Jahr soweit sein. Und bis dahin arbeitet er erstmal im Grabungsschuppen, besorgt uns Ton, damit wir so ein bisschen die Häuser verputzen können demnächst. Damit die nicht mehr so viel Brennmaterial im Winter und in den kalten Jahreszeiten verbrauchen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil. Und damit, let's go. Wir müssen mal ganz kurz in die Verwaltung reinlunsen. Der Grabungsschuppen hat nämlich kein Werkzeug. Was brauche ich dafür? Wahrscheinlich eine Schaufel, ne? So, ansonsten sieht es noch sehr gut aus. Natürlich hat der Feldschuppen kein Material, keinen Dünger gerade. Aber unsere Schweine sind ja schon dran. Die kacken ja wie die Weltmeister. Da muss ja irgendwann mal Dünger rauskommen. Hab ich eigentlich noch eine Schaufel? Ich habe noch ein bisschen was an Schaufel, ne? Ich könnte theoretisch hier drüben, aber hier ist auch Wolfsland, ne? Hier müssen wir aufpassen. Aber ich könnte hier theoretisch auch ein bisschen Ton abbauen. Ja, da hat meine Schaufel nicht gereicht für. Aber wir können gleich ein paar neue herstellen. Das müssen wir ja eh machen. Damit wir die dann drüben im Lager ins Lager tun können. 7 Ton kriegt man da raus. Okay, okay. Nicht schlecht. Oh, oh. Ich werde angegriffen. Au, 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 auf. Nicht so dolle. Ja, ich verpiss mich erstmal. War gerade beim 2. Ton, beim Ausheben. Das war sehr knapp jetzt. Das war sehr, sehr knapp. Gut, machen wir hier schon mal die Schaufeln rein, die ich hergestellt habe, die 2. Und dann kann er erstmal Ton ausheben, Ton machen, wie auch immer. Guck mal gleich, was ich habe, was ich noch habe an Ton. Habe ich überhaupt was? Ton, Ton, Ton. Hier, 2. Okay, okay. Ich glaube, Stroh brauche ich noch, ne, um so einen Tonbewurf zu machen. Guck mal, das macht man auf jeden Fall in der Scheune, das weiß ich noch. Tonbewurf. Achso, müssen wir erstmal freischalten, aber kostet nur 50. Ist ja kein Problem. Stroh und Ton. Wir brauchen 10 Ton. Für 10-mal Tonbewurf. Macht Sinn. Also müssen wir erst mal warten, bis der aus dem Grabungsschuppen noch ein bisschen was rausholt. Ist ja kein Problem. 17 Dung. Daraus können wir wieder ein bisschen Dünger herstellen. Dann kann sie da vorne auch noch ein bisschen düngen. Die Felder. Guck mal, wie weit sie aber mit dem Feld schon ist. Jetzt macht sie erstmal Feierabend. Schön, schön. Schön Feierabend. Meine Güte. Aber das sieht doch schon gut aus. Das ist alles schon gedüngt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich müsste sie mit dem Dünger, den wir jetzt reingeworfen haben, fertig werden. Dann könnte sie es sehen. Im Frühjahr. Ich habe jetzt nochmal das 2. Feld hier eingezäunt und würde jetzt mal gucken, ob wir genug Stöcke haben. Die brauchen wir ja im Winter sowieso nicht zum Heizen. Und dann könnten wir vielleicht ein bisschen Dekoration bauen, ne? Das ist natürlich auch irgendwann die Frage, was machen wir auf das 2. Feld, ne? Wir haben 15 Stöcker. Oh, das ist ja sehr viel. Ja, okay, ich muss noch ein paar Stöcker pflücken. Ihr seht es auch schon, ich habe mir mal das Schemata für die halbhohen Zäune geleistet. Wir brauchen auch nur die Hälfte an Stöckern. Das ist gut. Und die sehen halt besser aus zum Abstecken von so einem Feld, finde ich. Und man kann da einfach so drüber laufen. Ohne zu springen. Finde ich cool.
Also die halbhohen Zäune, ich bin totaler Fan von den Dingern. So. Alle Zäune gesetzt. Hier vorne kann man jetzt hier reinlaufen und hier reinlaufen. Finde ich gut. Hat ein bisschen eng, aber wird schon. Hier vorne muss auch noch ein schönes Feld hin. Also das hier könnte schon Getreide sein, irgendwas, ne? Weizen oder so, keine Ahnung. Mal sehen. Wir müssen ja auch das Gemüsefeld da hinten nicht ganz mit Kohl voll machen. Wir können da auch verschiedene Reihen, verschiedenes Gemüse einpflanzen. So, ich werde mir jetzt nochmal ein paar Pfeile herstellen. Und nochmal die Dachse jagen. Ich muss ja noch 3 Dachse jagen. Steinwaffen. Pfeile. 40 Stück. Na toll. So, jetzt brauche ich noch einen Bogen, einen vernünftigen. Ich glaube, ich habe aber keinen Recurve-Bogen mehr. Lasst mich mal schauen. Doch, ich habe noch einen, aber der hat 0,6 Haltbarkeit. Den können wir nur verkaufen. Ne? Der bringt uns nicht viel. Eine Armbrust? Hm. Nee, lieber nicht. Ich habe noch einen Bogen mit 50% Haltbarkeit, den nehme ich. Der ist zwar nicht so zuverlässig, sage ich mal. Also der wird nicht so viel Durchschlag haben wie der Recurve-Bogen. Aber der wird uns schon helfen mit den Dachsen. 3 Stück brauche ich jetzt noch. Das sollte machbar sein. Ich habe kein Messer mehr. Na, aber ich habe noch die Mats. Sehr schön. Nur noch 2 Dachse. Einen hatte ich hier noch gesehen. Tja, Dachs ist weg. Naja. Ach, da vorne ist noch einer. Das scheitert jetzt bestimmt beim letzten Dachs, den ich nicht finde. Nee, das ist ein Hase. Das hier sind auch alles Hasen. Habe ich noch was zu essen dabei? Ja, gebratenes Fleisch. Er gibt mir gerade auf den Sack hier, mein Charakter, weil er ständig was essen möchte. Aber hier unten gibt es keine Dachse mehr. In dem Gebiet. Kann ich eigentlich auf der Karte nachschauen, was hier so... Gesamtansicht, Menschen, Quests, alle Gebäude, Häuser, Gewinnung... Jagd. Aber da zeigt er mir nicht die Jagdgebiete an, ne? Ach doch, wilde Tiere hier. Okay. Wo haben wir noch ein Dachsgebiet? Ja, dann gehe ich mal zurück zu meinem Dorf. Da ist schon einer. Top. Hoffentlich rennen die mir jetzt nicht ins Bärengebiet, ey. Okay. Quest erfüllt. Dachs gejagt. Schön. Ich stelle noch mal kurz Dünger her und dann gehen wir in die große Stadt und geben die Quest ab. Dann kriegen wir wieder Reputation, dass wir jemanden einstellen können. Theoretisch, aber ich habe zurzeit keine Bleibe für denjenigen. Aber erstmal geben wir die Quest ab. Eigentlich könnten wir jetzt nochmal gucken, was könnten wir verkaufen. Ja, das machen wir auch. Ich verkaufe die Armbrust auf jeden Fall. Und die Bolzen. Das Holzrad kann ich verkaufen. Das bringt erstaunlich wenig. 13 Münzen oder so, keine Ahnung. Die Hose brauche ich nicht mehr, die ziehe ich nicht mehr an, kann ich verkaufen. Den Knüppel kann ich verkaufen, die Kupferpfeile. Das Mehl kann ich verkaufen. Aus dem Leder kann ich Säckchen machen.
Recurve-Bogen wollte ich verkaufen. Ich habe hier noch 4 Verdorbenes. Mal gucken, wie viel im Dingslager ist. Das war ja auch noch eine Quest, die wir abgeben mussten. Die Flaschen, die ausgesoffenen Flaschen können wir verkaufen. Den Wollstoff. Was ist denn jetzt hier so schwer, dass ich mich nicht mehr bewegen kann? Wollt ihr mich eigentlich hier verarschen? Wahrscheinlich das Leder, ne? Ich mach mal kurz die Säckchen daraus. Ja, okay. Jetzt gucken wir hier nochmal, was wir an Verdorbenes drin haben. Und Verdorbenen? Nichts. Okay. Schade. Na, dann können wir die andere Quest nicht lösen, weil das waren auf jeden Fall mehr als 4. Ich habe bemerkt, dass mein Holzschuppen wieder keine Äxte mehr hat. Also wenn wir mal auf dem Weg zur Stadt mal ein paar Äxte craften. Damit wir die, wenn wir zurück sind, da wieder ins Lager tun können. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit hin und her. Ich glaube, eine Küche wäre ganz gut für die Moral der Dorfbewohner, ne? Also, dass wir einfach da was haben, was ständig Kohlsuppe produziert. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil wir haben Fleisch, wir haben Kohl. Und wir haben Holzschalen. Aber dafür braucht man wieder einen Dorfbewohner, der das im Griff hat. Der das leitet, der da drin arbeitet. Und um einen Dorfbewohner zu holen, brauchen wir natürlich auch wieder eine Hütte. Und gerade im Frühling, im Frühjahr und im Winter kann ich mir eventuell nicht leisten, mir da Holz aus meinem Holzlager zu nehmen. Weil das halt verbrannt werden muss. Damit die Leute es warm haben. So, bei dir kann ich die Quest abgeben, ne? Okay, sehr gut. Oh, it's you again. $1,200 für 200 Säckchen. Ja, nice, nehme ich. Das ist krass. Ich muss den einen neuen Händler suchen, weil die hat gar kein Geld mehr. So. Nimm mir mal die Armbrust ab und die 20 Bolzen. Holzrad. 6,5 für ein Holzrad. Das ist halt echt nicht viel. Only the best. Have a good day. So, ich habe jetzt... Ich bin jetzt ein reicher Mann. Ich habe 2.838 Münzen. Schön. I wonder when the new supplies are going to come. Gibt's irgendwas, was wir kaufen sollten, müssen? Eigentlich nicht, ne? Wie viel Reputation haben wir jetzt? Wir sind jetzt bei 760. Okay, wir könnten auf jeden Fall noch einen holen. Einen Menschen, der bei uns arbeitet, aber wie gesagt, wir haben keine Hütte. Vielleicht muss ich dann selber noch mal ein bisschen Holz hacken. So, 8 Steinäxte tue ich jetzt mal hier rein. Das müsste eine Weile reichen für die. Wie viel Holzstämme haben wir jetzt? Wie viel machst du gerade? Holzstamm 10, ja. Also es wird auch sehr viel verbrannt gerade. Ich habe ein neues Level in Überleben. Gucken wir mal, wo können wir was reinstecken? Handwerksexperte, 10% schnelleres Handwerken in der Werkstatt und in der Schmiede. Brauchen wir nicht unbedingt. Diese Handwerksexperte, Nähexperte und Kochexperte sind komplett unnütz geworden, wenn man diese Einstellung hat, dass man im Prinzip schnelles Handwerken hat. Ne?
5% Erfahrungsgewinn beim Arbeiten in der Küche. Ich glaube, das finde ich gut. Ach, Quatsch. Ich habe doch ein Level mit Überleben und nicht in Produktion. Ey, das passiert mir immer wieder, ne? Merkt ihr das? 10% schneller Bewegung im Wasser, Überlebenskünstler. 10% langsamer Nahrungs- und Wasserverlust, das klingt gut. Stark wie eine Eiche nehme ich mal. Da nehme ich mal zwei Level. Einfach ein bisschen mehr Leben. So, hast du jetzt hier bei den Feldern alles gedüngt, was gedüngt werden soll? Jo. Sieht gut aus. Dann können wir in der Felderverwaltung auch sagen, dass dieses Feld hier... Wir könnten... sagen. Entschuldigung. Hier soll Hafer hin. Und dann nennen wir dieses Feld. Nennen wir das. Ah, hier, haha, eigener Name. Feld 2 nennen wir dann. Hafer 1. Okay. Hier soll Hafer hin. Das brauchen wir für Tierfutter, ne? Ich guck mal ganz schnell nochmal. Aber Tierfutter ist so ein Ding, was wir selber herstellen müssten demnächst mal wieder. Tierfutter. Erstmal kaufe ich mir das Schemata, weil ich habe ja Geld. Haferkorn und Roggenkorn. Jo, Roggenfeld könnten wir theoretisch hier daneben setzen. Okay. Gut, müssten wir jetzt nur noch umgraben. Haben wir noch Sonderhacke? Ja, Holzhacke haben wir noch. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch sie machen lassen, ne? Ach komm, lass das sie machen. Dann verschwende ich mir wenigstens meine Holzhacke hier nicht. Das kann ruhig sie machen. Grabungsschuppen hat schon wieder keine Werkzeuge mehr. Das ist schlecht. Ich nehme jetzt doch mal hier Holzstämme raus. Und zwar 5. Oder 6. 6. 6 ist besser. 3 Schaufeln herstellen und dann... Beam. So. Verbrennt die Schaufeln aber auch ganz schön, ne? Der Grabungsschuppen. Obwohl, aber er müsste jetzt auch ganz schön viel Ton gemacht haben. 69. So, das Stroh nehmen wir uns auch mal und dann machen wir mal Tonbewurf. Und dann verputzen wir mal die ersten Häuser. So, 50 Tonbewurf. Nehmen wir mal das große Haus hier. Da putzen. Das sieht nice aus, auf jeden Fall. Find das cool. So, und jetzt ist unser Ton auch schon wieder weg. Oder alle. Also es sieht schon fetzig aus, ne? Und das verputzt ist das Haus. Finde ich schon cool. Ich glaube, zum Verputzen von Steinen braucht man, glaube ich, nur Kalkstein, ne? Das war so. Warum liegt hier Verdorbenes auf der Straße?
Ey, wenn da Verdorbenes liegt. Also ich weiß nicht warum, aber wenn wir jetzt 10 Verdorbenes haben, könnten wir, glaube ich, die Quest machen. Ich gehe mal zur Stadt. Ich glaube, ich kann die Quest machen. Ich weiß nicht, warum das da lag. Haben wir das da mal irgendwo abgeworfen oder so? Und das blieb da einfach liegen? Kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich da mal was hingelegt habe. Komisch. Dünge oder werde gedüngt? Abliefern 9-mal Verdorbenes. Machen wir das doch mal. Tagebuch. So. Hier sitzt er. How can I help you? Goodbye. Okay. 5 Münzen habe ich dafür bekommen. Aber immerhin 50 Reputation. Das ist ganz gut. Nehmen wir hier den Stein von dem Weg weg und die beiden auch, denn sonst stolpert hier noch jemand drüber. Das wäre nicht so gut. Oh, hier vorne, hier Stolperfalle, ich sehe es. Schon wieder mächtig dreckig. Ich brauche hier vorne eigentlich nur baden zu gehen und dann sollte das wieder... Ja, sehr gut. So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen Holz gehackt in der Nacht. Ich muss jetzt unbedingt was essen und wir müssen in den Frühling übergehen, in die nächste Jahreszeit. Ich will mit dem gesammelten Holz, was ich jetzt gesammelt habe, erstmal eine Küche bauen, damit ich eventuell da ein bisschen komfortabler kochen kann. Und das nächste ist halt ein Haus bauen, das fertig bauen und da halt dann jemanden einziehen lassen, der in der Küche arbeitet. So, wir müssen Steuern zahlen, ist aber kein Problem, weil wir sind ja neureich mit 2700 Geld. Hier so gegenüber vom Nahrungsmittellager, hier würde ich gern die Küche bauen. Guck mal ganz kurz, Häuser, nee, Quatsch, Produktion, genau, Küche. Dass man im Prinzip hier vom Eingang her direkt drüber laufen kann. Bauen wir auch direkt hier an der Straße. Acht Steine. Gar kein Problem, Digi. Okay, ich brauche nur noch Stroh. Und dann habe ich das Ding fertig. Und Stroh habe ich leider nicht genug. Also müssen wir davon noch was pflücken. Okay. Küche ist fertig. So, direkt hier gegenüber vom Nahrungsmittellager. Finde ich gut. Und, ja, hier kann man jetzt schön Suppen kochen. So, mit dieser wunderschönen Küche würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Vergesst den Kommentar nicht und den Like. Das füttert den Algorithmus und das tut uns allen gut. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.